Ja, ich muss die Infektion langsam loswerden. Ja, man sieht's jetzt auch. Hier ist auch schon mal noch nichts, was mich angreifen will. Das geht hier tief runter. Ist hier hinter dem Wasserfall wieder irgendwas Cooles? Och ne, wirklich. Ich kann das alles nie einsammeln, so richtig. Ich glaube, wenn ich hier aussteige, kriege ich wieder Schaden, oder? Ne, kriege ich nicht. Okay. Glück gehabt. Ich glaube, ich lasse das Zeug jetzt da, wo es ist. Okay, da ist der Kollege. Puh. Puh, puh, puh. Einfach den Wasserfällen folgen, dann kommt man hier wieder raus, ne? Die sind 800 Meter tief. Ach du. Okay. Eigentlich will ich dich scannen, ne? Weißt du? Ja. Komm mal her. Was bist denn du? Ein Flussstreuner? Von mir aus bist du halt ein Flussstreuner, ja. Dankeschön. Mach's gut. Man sieht sich. Ich muss hier weiter. Ich habe noch Wichtiges vor. Ein bisschen Energie für den... Bisschen mehr Energie für ihn hier wäre auch cool gewesen, ne? Vielleicht hätte ich in einer Ersatz... Energiezelle mitnehmen sollen. Ja, das ist ja echt groß hier unten. Hier sind auch einzelne Fische, also man könnte hier vielleicht auch unten eine Basis bauen. Von der aus man dann operiert. Wo man Energie aufladen kann, Essen, Trinken, anbauen und so weiter. Weil das sieht hier ja echt noch riesengroß aus. Sehen, ob ich hier noch irgendwas finde. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier wahrscheinlich mich verirre und nicht mehr rausfinde. Da hinten ist was. Da hinten ist was. Da vorne auch. Ach komm. Hier überall festhängen. Ist doch nee, cool. Hau ruck. Ja, hier ist was. Dann hier in die Richtung weiter, oder in... Vorne liegt halt irgendwas Großes rum, ne? Man muss das mal angucken. Das sieht so verdächtig aus. Deswegen will ich mir das mal angucken. Es ist auf jeden Fall tot. Das heißt, es macht uns nichts mehr. Wie sehen wir denn aus? Ich steig mal ganz kurz aus. Man kann den scannen. Skelettüberreste eines Leviathans. Ja, der ist auf jeden Fall groß, der Kollege hier. Na gut, weiter geht's. Ja, ich folge hier hinten mal dem. Ich muss mir merken, dass ich da hinten irgendwo rausgekommen bin. Oder hier reingekommen bin, besser gesagt. Ich werde hier unten vielleicht eine Basis bauen. Nehme ich das ganze Zeug mit dem hier mit. Dann bauen wir hier unten eine Basis. Ich meine, hier sind ja jede Menge Rohstoffe. Das ist ja kein Problem. Und dann kann ich hier nämlich anbauen und... Boah, ey, guck dir das an. Wir haben es gefunden. Da ist was. Jetzt müssen wir bloß noch den Eingang dazu finden. Ich frage mich, wo der kleine Phantom hin ist. Phantom-Jungtier. Ja, hier, jetzt musst du natürlich noch den Eingang finden. Zu dem Gebilde. Mist, da ist ein Warper. Ja. Das stimmt. Die ist nicht mehr ganz taufrisch.
Unten ist auch wieder so ein Skelett, ne? Aber den kann ich nicht scannen. Linguistic analysis reads, caution, hazardous materials and life forms contained within. Okay, na das ist ja toll. Deswegen gehe ich da jetzt rein. Ja, hier. Deswegen gehen wir da rein. Wir müssen den Eingang aber schon mal finden. Vielleicht ist der oben irgendwo. Geh ja schon mal oben drauf. Komm. Ich muss mir merken, dass ich von da hinten gekommen bin. Ja, das sieht echt aus, als bräuchte man hier eine Basis hier unten. Alles gut. Ah, wo ist hier der Eingang? Wo würde ich einen Eingang hinmachen? Ich weiß es nicht. Kaputt, vielleicht unten. Vielleicht ja unten. Hier ist Blei, Quarz, alles ganz toll. Huch, hier ist nix, okay. Hallo, wo ist hier dein Eingang? Jetzt sind wir genau unten drunter. Wo auch nix ist. Kein Eingang und nix. Ist nochmal ein Skelett. Das hier müsste dann ja die Seuchenforschungsstation sein. So viel steht schon mal fest. Bloß den Eingang haben wir halt noch nie gefunden. Hier ist auch keiner. Sehe schon kommen. Ich werde meine ganze Energie verbrauchen. Dann habe ich keine mehr, komme hier nicht mehr raus und gehe tot. Kommt nicht mehr rein, weil der Krebs hier unten steht. Das wäre Daumen hoch, würde ich mal sagen. Das wäre Daumen hoch. Ist halt auch kein Eingang. Alter, 20 FPS. Alles klar, Spiel. Mann, wo ist denn hier der Eingang zu dem Teil? Kann ja nicht sein. Es collapsed to the floor. Ja, da oben. Das hing hier mal. Überall. Und ist kaputt gegangen. Aber Eingang findet man hier keinen, ne? Hm. Soll ich jetzt hier weiter ringsrum laufen, in der Hoffnung, noch einen Eingang zu finden? Bleib hier gleich stecken. Und dann ist es vorbei. Nein, lass mich raus. Ja, danke. Ja, du da, verzieh dich. Niemand will was mit dir zu tun haben. Sag ich ja. Hier vielleicht ein Eingang? Ach hier, Koffer. Schön. Was haben wir denn hier? Nix. Gold. Jede Menge Erz. Ah, Mann. Sehr schön, dass das hier kollapsed ist, aber... Ich muss da doch rein. Mal Energie wieder aufladen. Ich bin auf 70% runter. Da geht's rein. Hab's gefunden. Ja. Da oben. Endlich! Rein da! Ah, wunderbar. Gut.
Ja, jetzt hängt er hier fest. Ist ja auch ein Traum. Ein Ionenwürfel. Ich hab Angst. Nehmen wir mit. Dankeschön. Ja, willkommen. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Ah, super. Die haben versucht, was drinnen zu lassen oder was draußen zu lassen und es hat beides nie geklappt. Das ist sehr beruhigend. Ich habe irgendwie eine Errungenschaft auch erreicht gerade. Oh nee. Mach das weg hier. Ist das Absicht, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme mit dem Zyklop, Krebs? Wahrscheinlich, ne? Um mich zu ärgern. Was ist das? Eine Datenkonsole. Schadensbericht. Drücke Tab. Mach mal gleich. Muss aber zu meinem Teil zurück. Was haben wir denn hier? Irgendwas zum Scannen. Ein Ei. Seedrachenei. Ein Gerippe. Boah, hier ist viel zu scannen. Hübsch. Warum komme ich hier mit meinem... nicht rein? Das ist ein bisschen doof. Spiel. Das ist mit Absicht, ne? Ja. Gut, wir gucken uns das mal an. Wir haben hier Zeug gefunden. Fremde Daten. Daten aus einer Konsole. Schadensbericht. Leviathan in der Nähe der Einrichtung registriert. Nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Äußeres Ankertau mit gewaltiger Kraft getroffen. Äußere Verankerung gibt nach. Einrichtung sinkt. Aufbau auf Meeresbogen, Lecks in Sicherheitsbehälter Einheit 7, Leviathan-Eier, registriert. Sofortiges Probenzerstörungsprotokoll eingeleitet. 314 Exemplare zerstört, ein Exemplar übrig. Evakuierung der Mitarbeiter zu den Schutzräumen außerhalb der Einrichtung. Planetares Quarantäneprotokoll eingeleitet. Warnung, infizierte Personen dürfen den Planeten nicht verlassen. Ja. Das wissen wir. Okay. Fortgeschrittene Theorien. Seedrachenei. Dieses große Ei wurde in einem hermetisch versiegelten Behälter aufbewahrt und wurde chemisch sterilisiert, da es in dieser Einrichtung nicht möglich war, ein ausgewachsenes Seedrachenexemplar aufzunehmen. Ist es wahrscheinlich, dass die fremden Forscher stattdessen Eiablage und Brutprozess von Leviathanarten studierten. Zu welchem Zweck ist unklar. Einheimische Lebensformen. Meer. Höhlenbusch. Wollen wir ne? Den wollen wir ohne. Nö, das juckt uns alles nicht hier. Das juckt uns nicht, sorry. Haben wir noch irgendwas? Fleischfresser. Der ist relativ gefährlich, okay. Meiden. Mach mal. Wir haben doch noch irgendwas anderes gefunden. Pflanzenfresser groß. Geisterrochen. Aha, der ist also ungefährlich. Verstorben. Gerippeproben. Diese Vitrine enthält eine Reihe von Brustkörben, die einheimischen Lebensformen entnommen wurden. In diesem Fall gibt es einen besonderen Schwerpunkt auf Wirbeltier-Skelettstrukturen. Während einige dieser Skelette mit Organismen übereinstimmen, die bereits auf dem Planeten angetroffen wurden, können die meisten nicht mit Sicherheit zugeordnet werden. Was darauf hinweist, dass es entweder noch unentdeckte Arten gibt oder dass sie ausgestorben sind, seitdem diese Proben gesammelt wurden. Seedrachenskelett. Ach, das war der Seedrache. Dieses halbwegs intakte Skelett stammt von einem Raubtier in Leviathangröße. Schädeltrauma. Es gibt klare Hinweise auf ein massives physisches Trauma des Kopfes. Der Bruch ist so schwerwiegend, dass er wahrscheinlich die Todesursache war und irgendwo in der Nähe stattgefunden haben muss. Es könnte auch eine Hochgeschwindigkeitskollision mit einem massiven Objekt hervorgerufen worden sein. Alter.
Etwas in der Umgebung hat dafür gesorgt, dass diese Überreste erhalten geblieben sind, aber der Calciumzerfall weist auf einen ungefähren Todeszeitpunkt vor etwa 1000 Jahren hin. Das Knochenwachstum ist ein Hinweis darauf, dass sich das Tier in der Lebensphase befand, in der es zur Eiablage fähig ist. Okay. Hübsch. Gut, gucken wir mal weiter. Alles zerstört bis auf eins. Das beruhigt mich. Okay, es kann nichts schief gehen, ne? Alles kaputt ist bis auf eins. Alter, guck dir das an. Residual biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and subjected to intensive study. Na, seh schon. Biologisches Material haben wir hier. Noch eine Datenkonsole. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. Okay, machen wir das. Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Ja, ich muss die Infektion langsam loswerden. Ja, man sieht's jetzt auch. Und dann, oh, alles wieder gut. Gut. Wunderbar, kein Problem. Das ist lustig. So, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis uns hier das Wasser ausgeht. Und der Sauerstoff auch. Dass ich hier nicht rein kann mit meinem... Gucke mich mal weiter um, ob man hier noch was scannen kann soll. Das kann ich nicht scannen. Aber den hier bestimmt, ne? Skelettüberreste. Das ist bestimmt eine dieser Arten, die Überreste eines Forschungsprojekts, Objekts. Auch gut. Sonst noch irgendwas? Es ist eigentlich echt voll cool hier drin, ne? Nein, hier komme ich nicht durch. Verdammt. Ah, hier ist das Glas kaputt, okay. Ich würde schon sagen. Nee, dass ich jetzt hier tot gehe. Das fände ich nicht so cool. Ja. Krebs einsteigen. Ich bräuchte eigentlich mehr Wasser. Damit ich hier länger untersuchen kann. Licht an. Mal gucken, was sich hier noch so anfindet. Ach du Heimatland, er sieht ja aus. Ja, hier. Ein Warper. Jo, scannen einfach. Alles klar. Skelett. Was? Ach, selbst teleportierendes... irgendwas. Ich muss es mir dann nachher mal durchlesen. Das war jetzt zu schwierig. War noch irgendwas hier Interessantes? Das kann es doch nicht schon gewesen sein hier, oder? Ja, hier ist Licht. Und ganz toll, ne? Oh, hier ist noch irgendwas. Warte. Achso. Hier war doch noch irgendwas. Da oben. Transportanlage, also. Ja, ganz toll. Ein Fließband. Ja. Hübsch, hübsch. Ja, hier muss das doch noch irgendwo vielleicht weitergehen. Aber ich sehe jetzt hier halt auch nichts, ne? Da drinnen in dem... Ist halt auch nichts, ne? Oder ist das Teil nicht größer hier? Ist das das jetzt hier gewesen? Ah, hier. Hier ist noch. Oder? Ne, hier ist kaputt. Ich dachte, da geht's jetzt weiter. Ah, da ist bloß kaputt. Mal kurz umgucken. Naja, hier ist nix. War's das schon? Mehr gibt's hier, ne? Ich bin ja immerhin, haben wir jetzt den Selbstscan hingekriegt. Und wir sehen gefährlich aus. Wir sind am Arsch. Ja, hier geht's halt nicht mehr weiter, ne? Wir haben das Seedrachenei, wir haben... In den Krebs einsteigen. Ich bräuchte eine Basis hier unten. Ehrlich, Jungs.
Basis wäre cool. Hier geht's halt nicht mehr weiter, ne? Ich würde mal sagen... Oh, hier ist noch was. Hier ist aber zu. Mist, ich will hier rein. eine Tafel einsetzen. Ich habe eine Tafel mit. Nee, habe ich nicht. Tafel. Oh Mann. Eine U-Tafel. Warte. Warte. Ich habe noch eine. Ich habe die im Zyklopen. Zwei Diamant und so ein Würfel. Och Mist, ich muss nochmal hier rein, weil ich nichts mit hab. Naja, okay. Dann gehen wir halt wieder, meh. Wir wissen ja jetzt, wo es ist. War das dann der Seedrache, der das Objekt hier getroffen hat? Da ist es, ne? Nein. Los. Los. Ja. War das der Titan? Das ist doch Titan, ne? Ne, das ist Blei. Verdammt, ich habe gedacht, das ist Titan. Weil dann hätte ich hier vielleicht eine Basis bauen können. Ja, ich habe jetzt das ganze Zeug alles im Zyklopen, was ich zum Basenbau brauche. Ja, wir gehen mal kurz zum Zyklopen zurück. Also quasi raus aus der Höhle hier. Dann lese ich mir das alles durch, was wir gefunden haben. Wir statten uns neu aus mit Essen und Trinken. Sowie, hier ist tatsächlich Titan. Sowie dem Zeug, was man braucht, um hier unten eine Basis zu bauen. Dann bauen wir hier eine Basis hin. Mit... Ja, ich bräuchte irgendwie Fische. Oder so ein Zeug. Die Fische brauche ich halt, um... Wobei, hier, gucke mal. Wärmekraftwerk bei den Dingern? Ist das hier warm? Das ist warm. Also ich könnte auch ein Wärmekraftwerk bauen hier bei den Teilen. Hier. Das wäre doch ohne Idee, oder? Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Gut, interessant. Wäre cool, ne? Also Fische ist hier halt nicht so reichlich. Hier ist auch nochmal Titan, das heißt, wir könnten hier bestimmt in eine... Es geht bestimmt, dass du hier eine Basis aufbauen kannst, eine kleine. Mit der aus, dann du dann so ein bisschen hier die Höhle weiter erforschen kannst. Weil hier geht es ja doch noch ein bisschen weiter, denke ich. Ja. Bezieh dich, generell dich. Puh, jetzt hier wieder hoch, ne? Na gut. Ich sehe nix. Ja, bin oben. Okay. Das ist auch schon so eine Action, hier hochzukommen wieder mit dem Krebs. Macht Laune. Ja, okay, Fische. Also wir haben da unten jetzt auf jeden Fall einen Fisch gefunden. In Engine. Natürlich mit dem Biomassereaktor, man könnte was machen. Ist ja gut. Verziehe dich. Kinder will mit dir spielen. Ja. Geh halt. Ja. Ist er wieder da, ne? Pass auf, ich verhau dich gleich. Wieder. Wenn du hier Mätzchen machst, Kollege. Ein Blei. Da sind ja viele von denen. Macht euch weg. Er macht nicht so viel Schaden, ne? Mit seinem komischen Bohrarm. Ja. Muss auch mal aufpassen. Der Leviathan kommt bestimmt wieder. Seid ihr alle tot? Ja, gut. Ihr nur, ne?